Nun ja, es ist so, dass die klassischen Medien diesen Trend natürlich auch erkennen, auch erkannt haben und entsprechend reagieren. Das heißt, ihre Inhalte auch versuchen, digital und natürlich auch mobil zur Verfügung zu stellen. Also insofern reagieren die klassischen Mediaanbieter auch auf diesen Trend. Im Übrigen nicht erst seit heute, sondern schon seit längerem. Allerdings kann man natürlich sagen, dass es hier Unterschiede gibt. Es gibt also klassische Medienunternehmen, die diese Tendenz früher erkannt haben, die damit auch dann früher mit der Umsetzung begangen haben, sich auf digitale Medien aufzustellen, auszurichten. Und dann gibt es Unternehmen, die das eben weniger schnell gemacht haben. Also da gibt es auch im Übrigen auch nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit große Unterschiede. Ich glaube allerdings, dass die allgemeine Tendenz niemand mehr in Frage stellt, ist auch anhand der Verteilung der Werbeerlöse auch nicht mehr, ist ja offensichtlich. Ne? Wir reden in Amerika über 25% aller Werbespendings, die in digitale Medien fließen. In Europa im Schnitt bei 15% mit stark wachsendem Wachstum. Also insofern, ich kann mich als klassisches Medienunternehmen diesem Trend gar nicht entziehen, muss vielmehr agieren und nicht nur reagieren. Wir als mobiler Dienstleister sind natürlich in einer besonderen Situation, weil wir mit einem sehr speziellen Kanal umgehen und dadurch natürlich ganz besonders differenziertere Fragestellungen unserer Kunden bedienen müssen. Also beispielsweise, wie setze ich ein mobiles Endgerät on the go ein? Also auch lokale Aspekte spielen hier eine Rolle. Wie gehe ich auch mit der technologisch schwierigen Situation um, dass ich meine Inhalte, die ich vielleicht webbasiert vorliegen habe, auf x verschiedenen mobilen Endgeräten ausliefern muss. Und ich rede nicht nur von Handys, da habe ich auch etliche tausend Formate, Betriebssysteme etc., sondern ich rede von iPads, ich rede von Internet im Auto für manche Kunden von uns oder bis hin zu Internet auf dem Kühlschrank. Also insofern sind wir da mit unserer Technologie-Unit exakt sehr, sehr vielen Fragestellungen dieser Natur ausgesetzt, die weit über das hinausgehen, was man aus der Vergangenheit erkennt. Auch hier sehr starke Unterschiede. Für uns sehr schön zu sehen, in unserer Media-Unit treiben wir die Entwicklung. Wir entwickeln kontinuierlich neue Werbeformate für mobile Endgeräte, die multimedial, interaktiv, sehr, sehr hochwertig sind und sehr, sehr positiv dann einzahlen auf die wirklich relevanten Variablen des Marketings, also wie Werbewirkung im Allgemeinen oder die Brand Recognition als ein ganz wichtiges zentrales Element oder bis hin zur tatsächlichen Steigerung des Abverkaufs. Konkrete Antwort auf Ihre Frage, sehr offen. Kunden wollen neue Werbeformate, sie wollen auch neue Media Packages und sind insofern jetzt auch längst über die Schwelle hinaus digitale Medien im Allgemeinen und im Speziellen auch den mobilen Kanal als Werbekanal in Frage zu stellen. Im Gegenteil, sie investieren überproportional im Vergleich zur Vergangenheit. Insofern, die Kunden sind sehr offen. Das ist eine sehr gute Frage. Die Messe hat dieses Jahr, glaube ich, wird sie wieder ein Wachstum haben von 25%, was die Besucherzahlen anbelangt. Das ist massiv. Das entspricht dem Marktwachstum. Es ist beeindruckend. Wir machen das jetzt zum 8. Mal und erinnern uns noch, wie wir in Düsseldorf in einem sehr, sehr kleinen Zelt außen vor der eigentlichen Halle angefangen haben. Wenn man sich das heute anschaut, ist natürlich ganz, ganz hervorragend zu sehen. Spiegelt aber genau das, was Sie in Ihrer Eingangsfrage gestellt haben, am Ende des Tages wieder. Also insofern es ist schön zu sehen, ist aber nichts anderes als die Verschiebung, die kontinuierliche Verschiebung von klassischen Werbebudgets in digitale Medien.